Hi, wir sind Martin und Lukas vom Bunert Online Shop und wir sprechen heute über den Saucony Kinvara 13. Wir haben uns dafür Verstärkung geholt, Marc von Saucony. Schön, dass du da bist. Erzähl uns ein bisschen zum Saucony Kinvara 13. Ja, gerne. Saucony Kinvara 13 ist der leichteste Kinvara ever, sprich, wir haben nochmal darauf geachtet, dass wir das Modell leichter machen konnten. Wo haben wir die Gewichtseinsparung? Im Obermaterial wird nur noch ein Layer-Rigges Mesh verwendet, sprich hauchdünnes Obermaterial, was nochmal für mehr Atmungsaktivität sorgt und den Schuh trotzdem die nötige Struktur gibt. Ja. Ich muss jetzt so ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist einer meiner Lieblingsschuhe, dass ich zu euphorisch werde. Du sagst, der leichteste Kinvara, ist der aber nach wie vor ein Schuh für ein bisschen knackigere Läufe und ein bisschen mehr Druck, wenn man ein bisschen mehr Dampf hat, richtig? Genau, der Schuh ist ja damals so aus dem Barfußboom entstanden. Sprich, auch hier haben wir den Fokus drauf gelegt, dass wir nicht zu viel verändern, dass wir dieses typische Kinvara-Gefühl beibehalten. Sprich, man hat einen direkten Draht zum Asphalt oder zu dem Boden, auf dem man läuft. Man kann ja auch sehr gut barfuß laufen. Wir sehen es auch hier nochmal auf der Sohle. Wir haben wirklich nur diese Hauptabriebspunkte nochmal verstärkt und ansonsten Aussparungen gelassen, sodass wir hier einfach ein sehr direktes und leichtes Laufgefühl haben. Wenn wir den Schuh auch ein bisschen verdrehen, wir merken, er ist super flexibel. Auch das kommt nochmal diesem Barfußgefühl, knackigem Laufgefühl zugute. Kann man quasi einen Knoten reinmachen? Wenn man genug Kraft hat, kann man auch einen Knoten reinmachen. Jetzt haben wir jede Menge über Leichtigkeit direkt alles gesprochen. Ich laufe den Kinvara auch selber gerne. Was für mich aber zählt, ich bringe ein paar Kilo mehr mit. Ist er denn trotzdem komfortabel? Er ist trotzdem komfortabel. Auch hier haben wir ein Power-Run-Dämpfungsmaterial, was ja EVA-basiert ist, im Zusammenspiel eben mit der Top-Sole. Sprich nochmal diese 3 mm, die wir mit dem Power-Run Plus dem Läufer direkt unter den Fuß bringen, sodass auch hier die Druckverteilung gewährleistet ist und man trotzdem eine gute, ausreichende Dämpfung hat. Wenn ich jetzt aber sagen wir, nicht so optimalen Laufstil habe, ist das nicht unbedingt der Schuh, der für mich der richtige ist? Er hat jetzt wenig strukturgebende Elemente, sprich man sollte schon Neutralläufer sein. Ansonsten kann man auch nochmal mit einer Einlage arbeiten, aber genau, man sollte schon einen guten Laufstil mitbringen. Hier kann man auch nochmal den Fokus drauf setzen. Ich würde gerne ein bisschen mehr Vorfuß laufen lernen. Dann ist das auch ein geeigneter Schuh dafür. Man könnte den so also verwenden, wenn ich sage, ich bin ein bisschen leichter, dann kann ich den als Trainingsschuh sogar einsetzen für knackige Läufe. Oder wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Gewicht mitbringe, sagt man, ich benutze den Schuh eher als Tempoeinheit-Schuh oder wenn ich mal auf der Bahn bin, um ein bisschen mehr Druck zu machen oder an meinem Laufstil zu arbeiten. Ja, exakt. Ja, sehr cool. Danke. Gerne. Okay.